Der Mittwochabend bei ATV Nachrichten. Herzlich willkommen zu diesen Themen des Tages. Wegweisende Entscheidung. Kaufbeurer Stadtrat beschließt Neubau des Eisstadions. Entscheidung vertagt. Zukunft des Kaminwerks in Memmingen noch immer unsicher. Und Entscheidung zum Verkauf war richtig. Trotz Millionendefizit sehen die Kliniken Ostager Kaufbeuren nicht mehr rot. Schlag auf Schlag geht es derzeit in der Kaufbeurer Politik. Kaum waren die Bürgerentscheide zum Forettle durch, stand die nächste große Entscheidung an. Soll tatsächlich ein neues Eisstadion gebaut werden und wenn ja, an welchem Standort? Darüber beriet der Stadtrat gestern in einer Sondersitzung. Dabei war die große Frage, würden die Ratsherren die Entscheidung gleich selbst treffen oder schon wieder einen Bürgerentscheid darüber ansetzen? Zahlreiche Anhänger des ESV Kaufbeuren verfolgten gestern Abend die Debatte im Stadtrat. Auch der sportliche Leiter Didi Hegen war dabei und erlebte eine teilweise hitzige und polemische Diskussion. Bernhard Pohl von den Freien Wählern plädierte für den Bau einer Multifunktionsarena an der Unteren Au. Er stellte den Antrag, die Bürger über den Standort einer solchen Arena entscheiden zu lassen. Mit 10 Ja-Stimmen fand der Antrag aber keine Mehrheit. Man muss das jetzt zur Kenntnis nehmen und muss das Beste daraus machen. Ich meine, wir waren diejenigen, die den Bau einer neuen Arena vorangetrieben haben, zu einem Zeitpunkt, als andere noch von einer Sanierung des bisherigen Stadions ausgegangen sind. Wir werden auch weiterhin dafür kämpfen, dass es eine multifunktionale Nutzung gibt, weil es kann nicht sein, dass wir hier so eine Investition nur für einen Verein machen. Hier am Parkstadion wünscht sich der Stadtrat mehrheitlich das neue Eisstadion. Das stand nunmehr fest. Aber sollten die Bürger nicht das letzte Wort haben, bevor solch ein 20-Millionen-Projekt gebaut wird? Oder sollte der Stadtrat Handlungsfähigkeit beweisen, indem er die Entscheidung selbst trifft? Die Meinungsverschiedenheiten gingen quer durch die Fraktionen. Oberbürgermeister Stefan Bosse sprach sich klar für eine Befragung der Bürger aus. Am Ende wurde das jedoch abgelehnt, mit den Stimmen aus Bosses eigener Partei. Also wir haben die Erfahrungen des letzten Sonntags ausgewertet und wir haben die klaren Signale bekommen, dass die Bürger uns die Verantwortung übergeben wollten und darum gebeten haben, jetzt nicht wieder an die Wahlurne gerufen zu werden. Und es muss jetzt mal ein Ende sein mit den Dauerwahlkämpfen in Kaufbeuren. Das war unser Ansinnen. Kann aus einem Bürgerentscheid zum Forettle der Wunsch der Bürger für ein Eisstadion gefolgert werden? Nicht nur wegen der sehr geringen Beteiligung am Bürgerentscheid stellte das so mancher in Frage. Der Oberbürgermeister nahm es am Ende aber nicht persönlich, dass viele Parteifreunde anderer Meinung waren. Ich komme damit klar. Man muss sehen, dass ein Ratsbegehren auch die Ausnahme ist. Grundsätzlich soll ja der Stadtrat entscheiden und er soll die Verantwortung nicht bei jeder Frage auf die Bevölkerung delegieren. Ich und andere waren der Meinung, dass es hier natürlich um sehr viel Geld geht und wir natürlich die Bürger befragen sollten. Aber die Bürger können sich klassischerweise dieses Recht ja auch selbst holen. Dafür gibt es das Instrument des Bürgerbegehrens. Und insofern schauen wir mal, wie sich die Dinge entwickeln. Ich komme auch mit der Entscheidung jetzt gut klar. In der letzten Abstimmung beschloss der Stadtrat mit mehr als 2 Dritteln der Stimmen, auf dem Trainingsgelände der Spielvereinigung Kaufbeuren am Parkstadion wird ein neues Eisstadion gebaut. Es soll 3.500 Zuschauern Platz bieten und etwa 20 Millionen Euro kosten. Die Zukunft für das Profi-Eishockey in Kaufbeuren scheint damit gesichert. Entsprechend erfreut waren die Anhänger der Joker über die Entscheidung. Die Stadtverwaltung kann jetzt mit den Ausschreibungen beginnen. 13,2 Millionen Euro minus. Diese beeindruckende Zahl aus dem Jahr 2012 war letztendlich der Grund, warum die Verantwortlichen der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren sich dazu entschlossen, die Häuser in Marktoberdorf und Obergünzburg zu schließen. Das ist jetzt etwa ein Jahr her. Das Ziel damals, das Defizit sollte dadurch kleiner werden. Gestern im Verwaltungsrat wurden die Zahlen für das Jahr 2013 vorgestellt. Mit 14,1 Millionen Euro minus sehen sie noch schlechter aus als im Jahr zuvor. Doch die Verantwortlichen wiegeln ab und sagen, der Effekt ist nur vorübergehend. Insgesamt seien die Ostallgäuer Krankenhäuser auf einem guten Weg. Wohin weht der Wind bei den Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren? Diese Frage stellen sich nicht nur die Marktoberdorfer oder Obergünzburger. Die Antwort? Erstmal nach unten. 14,1 Millionen Euro Miese machte das Unternehmen im letzten Jahr. Noch einmal mehr als noch im Jahr zuvor.
Wir haben im Rahmen der Sanierung ja Umstrukturierungen vorgenommen und die spiegeln sich auch in den Zahlen wieder. Hier reden wir jetzt speziell um die Sondereinflüsse aus der Schließung der Standorte Markt Oberdorf und Obergünzburg. Das führt dazu, dass wir auf Bilanzebene Wertberichtigungen vornehmen müssen, die dann auch Einflüsse auf das Ergebnis haben. Will heißen, weil der Verkauf des Krankenhauses Obergünzburg deutlich weniger Geld in die Unternehmenskassen gespült hat als ursprünglich angenommen und sich auch für Markt Oberdorf kein Käufer abzeichnet, musste der Wert der beiden Häuser in den Büchern deutlich nach unten korrigiert werden. Ohne diese einmaligen Sondereffekte liegt das Jahresergebnis der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren bei minus 10,5 Millionen Euro, deutlich niedriger als noch im Jahr zuvor. Wir sehen, dass die Anstrengungen, die vielfältigen Anstrengungen, Früchte zeigen. Wir haben ja in einer Phase 1 die Umstrukturierung vorgenommen, haben dadurch die Vorhaltekosten und Betriebskosten reduzieren können. In einem zweiten Schritt erhöhen wir jetzt die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens insgesamt, indem wir Kosten senken, den Einkauf optimieren, solche Dinge tun. Und in einem dritten Schritt gehen wir dann noch weiter und versuchen, die Organisation insgesamt zu verbessern, bauen ein Qualitätsmanagementsystem auf und gehen daran, die Prozesse zu optimieren, die Hygiene zu verbessern, all diese Dinge, die noch dazugehören. Für die nächsten Jahre sei man auf einem guten Weg, so die Verantwortlichen. Der Einmaleffekt falle dann weg, das Defizit werde kleiner. Wir haben jetzt wirklich die operative Geschäftstätigkeit, die hat sich in den letzten Jahren verbessert. Und da gehe ich davon aus, dass wir auch jetzt wirklich über die Jahre wirklich Ergebnisse sehen werden, die deutlich unter dem liegen. Ob wir die schwarze Null erreichen, da bin ich nicht so zuversichtlich. Aber die hohen Defizite werden der Vergangenheit angehören. Für die Zukunft sehen die Verantwortlichen also alles andere als schwarz, auch wenn die Zahlen heute erstmal etwas anderes suggerieren. Offenbar häufen sich derzeit Fälle von Überweisungsbetrug. In Kempten, Memmingen und Bad Wörishofen sind die Betrugsversuche aufgeflogen. Der aktuellste ereignete sich in Weißenhorn. Dort ging in einer Bank per Post ein Überweisungsträger ein. 188 Euro sollten auf ein Konto in Polen überwiesen werden. Mitarbeiter der Bank schöpften Verdacht und fragten beim Kontoinhaber nach, der von dem Vorgang nichts wusste. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang, die Bewegungen auf den eigenen Konten regelmäßig zu überprüfen. Im Voralpenland ist am Abend und in der Nacht immer noch heftiger Starkregen möglich. Allgemein gesehen beruhigt sich die Wetterlage aber allmählich. Und das wird ja auch Zeit. Mehr zum Wetter, wenn es jetzt in den August geht, haben wir gleich für Sie. Ein Urlaubstag mit Arnold Reisen. Entspannen Sie in wohlig warmen Thermalbädern. Erleben Sie herrliche Landschaften. Bummeln Sie durch wunderschöne Städte oder shoppen Sie nach Herzenslust. Starten Sie zu unvergesslichen Erlebnistouren. Wählen Sie Ihr Wunschziel und verbringen Sie einen vergnüglichen Urlaubstag in fröhlicher Gemeinschaft Ihrer Mitreisenden. Arnold Reisen in Dietmannsried. Radl Stadl Dickenreishausen. Mehr Auswahl, mehr Leistung, mehr Service. Radl Stadl Dickenreishausen, A7 Ausfahrt Memmingen. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Für jeden das passende Rad. Radlstadel. Dickenreishausen. Radl-stadel.de. Die Meldungen des Tages. Ein unbekannter Täter hat am Montag gegen 5:30 Uhr nachmittags eine 16-Jährige in der Memminger Bahnhofstoilette belästigt. Der 17 bis 20 Jahre alte Mann versperrte den Ausgang der Damentoilette und hielt dem Mädchen daraufhin den Mund zu. Anschließend versuchte er, die 16-Jährige unsittlich zu berühren. Die junge Frau konnte sich jedoch befreien. Der Täter flüchtete daraufhin. Der dunkelhäutige Mann wird wie folgt beschrieben. Etwa 1,70 bis 1,75 groß, schlank, braune Haare, die seitlich kurz rasiert waren.
Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt, einer knielangen olivfarbenen Hose und knöchelhohen weißen Schuhen. Hinweise bitte an die Polizei in Memmingen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Baustellencontainer in der Alfred-Weidenauer Straße in Kempten eingebrochen. Die Täter konnten hier gleich mehrere wertvolle Maschinen entwenden. Und auch in ein Werkstattgebäude des Zentralfriedhofes sind in derselben Nacht Unbekannte eingebrochen. Hier durchsuchten sie die Räume und versuchten erfolglos, einen Automaten aufzubrechen. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei entgegen. Das Amtsgericht Kempten hat jetzt einen Landwirt zu einem halben Jahr Gefängnis verurteilt. Zudem darf der Mann 3 Jahre lang keine Nutztiere mehr halten. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Mann 2 Kühe unnötig leiden lassen. Unter anderem musste eine kalbende Kuh mit einem Gnadenschuss getötet werden. Der Verurteilte stand nicht das erste Mal vor Gericht. Unter anderem hatte er schon Personen nach Deutschland eingeschleust und illegal beschäftigt. Zudem war er bereits wegen Bedrohung und Körperverletzung vor Gericht gestanden. Das große Bauloch in der Kempner Innenstadt hat heute das Verwaltungsgericht in Augsburg beschäftigt. Bei der Verhandlung ging es um eine von der Stadt am vergangenen Freitag verhängte Veränderungssperre. Ein Urteil lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Der Streit zwischen der Stadt Kempten und den Schweizer Investoren zieht sich mittlerweile schon über 3 Jahre hin. Beide Parteien können sich nicht über eine künftige Nutzung des Geländes einigen. Ein 56-Jähriger hat seinen ehemaligen Kollegen mit dem Tod gedroht und wurde jetzt zu einer Geldstrafe in Höhe von 750 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte viele Jahre in einem Oberallgäuer Hotel gearbeitet und rastete vollkommen aus, als ihm der Job fristlos gekündigt wurde. Er gab an, die Verantwortlichen für seine Entlassung kalt zu machen, um Rache zu nehmen. Außerdem äußerte er gegenüber einer Hotelangestellten, dass er einen Krieg führen werde, bei dem ihm seine Ehre sogar vor seinem Leben gehen würde. Weil er die Taten nicht bestritt und angab, diese zu bedauern, fiel das Urteil mild aus. 20 Asylbewerber sollen am Donnerstag nach Bad Hindelang ziehen. Aufgrund einer Zwangszuweisung der schwäbischen Regierung musste der Landkreis kurzfristig eine Unterkunft finden. Die Wahl fiel vorübergehend auf das alte Volksschulgebäude in Vorderhindelang. Außer den 20 Afrikanern werden laut Erstaufnahmeeinrichtung in München bald noch weitere Neuzugänge ins Oberallgäu kommen. Weil dort aber zurzeit alle Flüchtlingsunterkünfte voll besetzt sind, werden noch immer neue Wohnungen gesucht. Die Polizeiinspektion Oberstdorf hat ein neues Gebäude. Vor einem Monat wurde die neue Dienststelle bezogen. Heute ist sie mit einem Festakt feierlich eingeweiht worden. Die neue Wache soll sich trotz ihres modernen Äußeren ins Ortsbild Oberstdorfs einfügen. Bei der Planung wurde vor allem Wert auf mehr Platz gelegt. Insgesamt 1000 Quadratmeter Nutzfläche stehen den Beamten in Deutschlands südlichster Polizeiinspektion zur Verfügung. Auch die Energieeffizienz war den Planern wichtig, genau wie Barrierefreiheit im ganzen Gebäude. Die Bevölkerung wird im Durchschnitt immer älter und deshalb ist es auch wichtig, dass jeder, der zur Polizei kommen will, auch zur Polizei gehen kann und zwar ohne große Umstände. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier in Oberstdorf, aber auch jetzt bei der Planung bei der PM Mindelheim die Möglichkeit haben, Barrierefreiheit sicherzustellen. Das heißt, es kann auch ein Rollstuhlfahrer zum Beispiel in den Raum hineingehen, er kann auch in den ersten Stock durch Aufzug und so weiter gebracht werden. Also Barrierefreiheit spielt in den nächsten Jahren mit Sicherheit eine noch größere Rolle. Ein Neubau mitten im Ort hat auch symbolischen Charakter, so Memel weiter. Es sei ein wichtiges Zeichen für bürgernahe Polizeiarbeit. Planungen für eine neue Polizeiinspektion in Oberstdorf gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre. Baubeginn war im April 2013. Insgesamt wurden 3,4 Millionen Euro investiert. Die Pläne für eine Umgestaltung des Busbahnhofs in Marktoberdorf sind für unbestimmte Zeit gestoppt. Das hat jetzt der Stadtrat beschlossen. Grund für die Entscheidung ist, dass mögliche Zuschüsse deutlich geringer ausfallen würden als zunächst erwartet. Ursprünglich war der Stadtrat von Zuwendungen in Höhe von etwa 2 Millionen Euro ausgegangen. Bei einer Gesamtinvestitionssumme von 4 Millionen Euro liegen die Zuschüsse nun aber nur noch bei rund 600.000 Euro. Stefan Seitz ist der neue Bürgermeister von Beisweil. Im Mai trat sein Vorgänger Thomas Steinhauser zurück, weil er die Wahl nur knapp gewonnen hatte.
Die Bürger nominierten neben Winfried Stechele, Ingo Hostenbach und Stefan Seitz zwei Außenseiter. Letzterer konnte sich schließlich durchsetzen und wurde mit 52,2% zum neuen Gemeindeoberhaupt gewählt. Dem 47-jährigen Straßenbaumeister stehen jetzt anspruchsvolle Aufgaben bevor. Der Streit um ein Sondergebiet für Windkraft, der Hochwasserschutz sowie die eventuelle Sanierung der Mehrzweckhalle müssen angegangen werden. Die Kreistagsdiskussion zum geplanten Wasserkraftwerk bei der Eisenbrech in Hinterstein wurde vertagt. Laut dem Oberallgäuer Landrat Anton Klotz sei eine Einspeisevergütung nach dem erneuerbaren Energiegesetz immer unwahrscheinlicher. Diese sei auch juristisch sehr umstritten. Zudem ist die wasserrechtliche Genehmigung problematisch. Solange diese nicht vorliegt, könne aber auch das Bundesumweltministerium die offenen Fragen nicht klären. Ein solches Gutachten sei außerdem teuer. Klotz lässt es den Antragstellern nun offen, einen Antrag für ein geändertes Projekt zu stellen oder die Pläne zu verwerfen. Soweit kompakt vom 30. Juli das Wetter. Heute Nacht gibt es lang anhaltenden Regen, vereinzelt kann sich Nebel bilden. Dabei sinkt das Thermometer auf 14 bis 17 Grad. Morgen Vormittag lassen die Niederschläge danach. Im nördlichen Allgäu scheint zeitweise auch die Sonne. Im restlichen Sendegebiet gibt es aber noch immer leichten Regen. Nachmittags wird es noch sonniger. Die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad. In Alpennähe bleibt es aber noch immer regnerisch. Am Freitag wird es dann trocken. Morgens ist der Himmel nahezu klar. Am Nachmittag bilden sich dann aber vermehrt Wolken. Das Thermometer klettert auf bis zu 24 Grad. Samstags wechseln sich Sonne und Wolken zunächst ab. Im Verlauf des Tages bildet sich dann teils länger anhaltender Regen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Am Sonntag gibt es wieder im gesamten Allgäu verstärkte Regenfälle. In Alpennähe ist dabei mit Dauerregen zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf 17 bis 21 Grad. Konzerte, Public Viewing und Kino, für all das bietet das Kaminwerk in Memmingen eine Bühne. Zumindest noch bis Ende des Jahres, denn die Zukunft des Kulturzentrums ist weiterhin ungewiss. Noch wird es von drei engagierten Bürgern geführt. Sie stecken jeweils bis zu 35 Stunden pro Woche nebenberuflich in das Kaminwerk, damit der Betrieb dort am Laufen bleibt. Sie fordern nun mehr finanzielle Zuschüsse von der Stadt, damit sie ihre Arbeit fortführen können. Doch die Stadt hat ihre Entscheidung fürs Erste auf September vertagt. Veranstaltungen wie dieses Konzert hat das Kaminwerk öfter im Programm. Licht, Ton, Ambiente, hier passt alles zusammen. Das ist allerdings keine Selbstverständlichkeit. Denn um so einen Abend auf die Beine zu stellen, braucht es einiges an Know-how, Technik und Personal. Im Kaminwerk wird das zum größten Teil von ehrenamtlichen Helfern gestemmt. Doch die drei Memminger, die einst den Verein zum Betrieb des Kulturzentrums gründeten, sind an ihrer Belastungsgrenze angekommen. Zwischen 30 und 40 Stunden arbeiten sie jede Woche hier, ehrenamtlich gegen eine geringe Aufwandsentschädigung zu jeder Tages- und Nachtzeit. Seit 10 Jahren machen sie das, doch nun ist vielleicht bald Schluss. Nach 10 Jahren Ehrenamt ist bei vielen Mitstreitern einfach der Akku leer und einige haben einfach gesagt, wir können so nicht mehr weitermachen, wir haben Familie, wir haben auch unsere normalen Jobs, die wir unter Umständen auch ausbauen wollen im Hinblick auf eine Rentenabsicherung zum Beispiel, ganz private und persönliche Probleme. Und da war ich als Vereinsvorstand einfach dann bemüht zu sagen, okay, wie geht's denn weiter? Ich muss mir neue Leute suchen und neue Leute kosten Geld. Leute, die mit dem Herzen da dem Kaminwerk noch nicht so zugetan sind, die müssen auch von was leben und deswegen brauchen wir mehr Geld. Bislang unterstützt die Stadt das Kaminwerk mit 70.000 Euro im Jahr. Zu wenig, sagen die Betreiber. In einem Arbeitskreis sei man gemeinsam mit Stadträten und einem Sachverständigen aus Kempten auf eine Summe von jährlich rund 210.000 Euro gekommen, die nötig wären, um das Kaminwerk am Laufen zu halten. Darin sind die Kosten für die dringend notwendige Renovierung noch nicht eingerechnet. Die Höhe der Summe überraschte nicht nur die Betreiber, sondern auch den Stadtrat. Zunächst sollte der Ende des Monats über die Zukunft des Kaminwerks entscheiden,
Nun ist das Thema auf September verschoben worden. Es wird jetzt weitergehen, dass wir die Gespräche mit den Betreibern intensiv fortsetzen, dass der Stadtrat auch, die Fraktionsvorsitzenden, was nun Investitionen angeht, es ist zu trennen hier zwischen Investitionen, die anstehen, und den Betriebskosten, also den laufenden Kosten, die anstehen, um zu sehen, welche Investitionen überhaupt denkbar und machbar und durchsetzbar sind und finanzierbar sind. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und in der anderen Richtung, in Richtung der Betreiberkosten, werden wir jetzt mit den Betreibern nochmal intensiv reden, inwieweit eine Professionalisierung finanziell leistbar ist. Die Betreiber des Kaminwerks fordern vor allem, dass die derzeit vorhandenen Stellen von 1,5 auf 5,5 erhöht werden. Nur so sei das Arbeitspensum realistisch schaffbar. Außerdem stünde langsam ein Generationenwechsel in der Vorstandschaft an. Doch ohne finanziellen Anreiz sei es schwer, passende Nachfolger zu finden. Hinzu kommt der Zustand des Gebäudes. Es fehlt an nötigem Platz für Technik, Garderobe und Verwaltung. Die Räume sind alles andere als vorzeigbar. Dass eine Lösung für die Zukunft des Kaminwerks gefunden werden muss, darin sind sich zumindest alle einig. Es wurde ja von Seiten der Politik ein sogenannter Drei-Stufen-Plan ins Gespräch gebracht, der einfach bedeutet, dass man die nötige Zuschussmenge einfach nicht auf einen Schlag erhöht, sondern in drei Stufen, ob das jetzt über 2 Jahre ist oder 3 Jahre, sei mal dahingestellt. Wir werden auf jeden Fall Anfang September mit der Stadtkämmerei einen Vorschlag ausarbeiten. Den werden wir mit den Fraktionen auch nochmal besprechen und intensiver besprechen vielleicht, als wir das jetzt getan haben. Und dann muss man sich einfach einigen. Ich glaube, gerade ja dieses Ergebnis, das wir in den Vorgesprächen erzielt haben, dass man jetzt auch nochmals eine Runde dreht, zeigt, dass durchaus großes Verständnis da ist, das Kaminwerk zu erhalten. Das ist, glaube ich, einhellige Meinung. Und das Kaminwerk wird sicherlich auch einige Dinge an Investitionen und so weiter notwendig haben. Und dass man im Grunde aufeinander zugehen will und versuchen wird, eine Lösung zu finden. Ich schätze es also positiv ein. Mit Thomas Kästle hat allerdings schon ein Gründungsvater des Kaminwerks seinen Rücktritt angekündigt. Er gibt bis zum Jahresende seinen Posten auf. Sollte bis dahin keine Lösung für das Kulturzentrum gefunden worden sein, gehen hier 2015 die Lichter aus. Und gleich Wiedergutmachung nach der Pleite in Würzburg. Der FC Memmingen im Derby gegen Elertissen. Auch ein Kampf gegen die Witterungsbedingungen. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht. Feiern Sie fröhliche Feste mit Dirndl und Lederhosen von Waffenbär. Waffenbär, das Einkaufserlebnis in Kempten. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus, unser Bier. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilienallin.de. Über 120 Darsteller, Musiker, Sänger und Tänzer, live begleitet vom Orchester der Bolschoi-Oper Minsk, entführen Sie musikalisch nach Österreich an den schönen Wolfgangsee. Weitere Informationen und Karten unter freilichtbühne-altusried.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Es war eine deutliche Niederlage, die der FC Memmingen vergangenen Freitag in Würzburg einstecken musste. 4:0 hieß es da am Ende für die Kickers. Ohne Punkte musste der FCM wieder ins Allgäu reisen. Doch bereits gestern hatte die Mannschaft die große Gelegenheit zur Wiedergutmachung. Allerdings mit dem FV Elertissen kam nicht nur der Lokalrivale in die Arena, sondern auch ein äußerst schwerer Gegner. Musik.
Am Morgen hatte es in Memmingen noch kräftig geregnet, doch der Boden in der Arena sah eigentlich ganz gut aus. Aber schon kurz nach Anpfiff wurde klar, es war ganz schön rutschig auf dem Rasen. Nach 10 Minuten die erste Standardsituation für die Gäste. Marc Hämmerle mit der Ecke. Nicht ungefährlich. Der FV Illertissen hatte mehr vom Spiel, Memmingen dagegen die besseren Chancen. Schnell und schön gespielt, doch der Kopfball von Andreas Meyer zu ungenau. Der 33-Jährige machte ein sehr gutes Spiel. Nach 18 Minuten setzte er sich super durch. Doch der Abschluss lässt noch zu wünschen übrig. In der 26. Spielminute versuchte es erneut Meyer, diesmal direkt. Kurz darauf stockte dem Publikum dann der Atem, als Memmingens Torhüter Martin Gruber aller Neuer aus dem Tor herauskam. Gerade noch mal gut gegangen. 33 Minuten gespielt, der quirlige Memminger Stürmer Michael Wende mit der Möglichkeit. Er bekommt aber den Ball nicht unter Kontrolle. Kurz vor Ende der Halbzeit startete der FV Illertissen wieder einen Angriff. Adrian Morina mit einer sehr guten Kopfballchance. Doch es blieb beim 0:0. Nach dem Pausentee kam der FC Memmingen mit mehr Dampf aus der Kabine. Schönes Solo von Daniel Eisenmann in der 46. Minute. Es hapert allerdings an der letzten Konsequenz vor dem Tor. Die Partie wurde jetzt härter. Hier trifft es Adrian Morina, der generell aber eher den Ruf eines Stürmers genießt, der schnell mal zu Boden geht. Gefährliche Distanz für den anschließenden Freistoß, doch letztendlich zu unplatziert. Nach 61 Minuten wechselte der FC Memmingen aus, den fleißigen Michael Wende ersetzte Michael Geldhauser. Die Gastgeber waren jetzt deutlich aktiver als in Hälfte 1 und erarbeiteten sich reihenweise gute Möglichkeiten. Die größte vergab in der 68. Minute Daniel Eisenmann, der frei vor Torhüter Rösch vergab. Auch FC Memmingens Kapitän Sebastian Bonfert hatte noch gute Chancen, doch es fehlte das letzte Quäntchen Glück beim Abschluss. Von Illertissen war in der Endphase des Spiels nicht mehr viel zu sehen. Die Gäste, die als Favoriten ins Spiel gegangen waren, konnten letztendlich mit dem 0:0 Endstand und einem Punkt mehr als zufrieden sein. Auch wenn sich Coach Bachtaler etwas anderes vorgenommen hatte. Ja, die Enttäuschung ist natürlich da über unsere Leistung, weil wir es wieder nicht geschafft haben, eigentlich über 90 Minuten ja, einigermaßen vernünftig Fußball zu spielen. Ich denke, wir waren aus der Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Ist natürlich immer so, wenn man dann hoch steht und der Gegner überwiegend mit langen Bällen operiert, dass es dann auch mal brenzlige Situationen gibt. Aber ich denke, von der Spielanlage war man Memmingen in der ersten Halbzeit klar überlegen. Und umso ärgerlicher ist es natürlich dann, wenn man eigentlich hinten raus sogar noch froh sein muss, dass man überhaupt einen Punkt mitnimmt. Wesentlich besser war die Stimmung nach dem Spiel beim FC Memmingen. Allerdings in Anbetracht der vielen vergebenen Chancen ist ein Punkt auch fast schon wieder zu wenig. Ja, auf jeden Fall mit dem Spiel zufrieden. Das war uns heute wichtig, dass man nach der Niederlage in Würzburg heute Reaktion zeigen, insbesondere auch die Zweikämpfe annehmen. Und ich glaube, das haben wir gemacht. Ja, wir haben hier einen schönen Fight abgeliefert, haben auch die besseren Chancen gehabt. Das ist vielleicht das Manko, das man heute noch ansprechen kann, dass wir einfach so die letzte Konsequenz vor dem Tor dann vermissen haben lassen. Aber bis dahin war es gut. Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft sehr gut dagegen gehalten und waren heute mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft. Das sollte doch Rückenwind für die kommenden Spiele geben. Schon am Freitag begrüßt der FC Memmingen vor eigenem Publikum den SV Seligenporten. Bis dahin heißt es schnell regenerieren, denn der schwere, nasse Boden hat richtig Kraft gekostet. Und wir werden morgen wieder unsere ganze Kraft einsetzen, um Sie wie immer auf dem Laufenden zu halten. Bis dann, ich freue mich drauf.